Hallo Leute und herzlich willkommen. Part 12 bricht an bei Arcania Gothic 4. Und wie immer, ihr kennt den Satz, wir starten voll durch. Wir haben im letzten Part das Räuber, Banditen, wie auch immer ihr es nennen wollt, das Lager von denen ausgeräumt. Und haben dabei ein paar coole Waffen erbeutet. Nicht erkundet. Ja, wir haben coole Waffen erkundet, auf alle Fälle. Nein, wir haben ein paar coole Waffen erbeutet. Und haben uns dann über die Brücke gemacht und stehen jetzt in so einem kleinen Schuppen rum oder in so einem Stall, wo wir hier noch cool eine Kiste geplündert haben. Und ich würde sagen, wir schlagen uns einfach mal zur Stadt weiter durch, die irgendwo da weiter hinten kam. Da sieht man schon den Turm. Aber bevor wir das machen, knallen wir erstmal noch ein paar Feldräuber rein. Bäm, ruckzuck ist der weg. Wir sammeln noch ein bisschen Chitinpanzer ein, wie sich das gehört. Aktivieren einen Teleporter. Dann schauen wir mal. Strand. Kleine eklige Käfer. Ach, den haben wir verfehlt. Jetzt haben wir'n. Und wo geht's hier lang? Nach Stuark, zur Stadt. Wollen wir erstmal zum... Ach ne, wir gucken erstmal nicht zum Strand. Weil ich denke mal, da führt uns bestimmt noch eine Quest hin. Und wenn wir das dann alles schon kennen, ist ja ein bisschen wie gespoilert. Das wollen wir ja auch nicht. Also schauen wir einfach mal hier den Hügel hoch. Bisschen neblig ist es noch und Blutfliegen gibt's auch. Etliche Blutfliegen gibt's. Auch schießende etliche Blutfliegen. Aber wir verfehlen die nochmal ein bisschen. Weil die so hoch und runter flattern. Ja, und da hauen sie ab. Und daneben geschossen, wie sich das gehört. Also wenn ich hier beim Kämpfen nur ein bisschen ruhig bin, das ist glaube ich in den ganzen letzten Parts so, dann tut mir das leid. Aber dann konzentriere ich mich hier so ein bisschen aufs Schießen, beziehungsweise aufs Kämpfen. Damit wir nicht ganz so episch failen. Und für den Satz sterbe ich wahrscheinlich auch gleich wieder hier irgendwo. Aber auch das kriegen wir bestimmt auf die Reihe. Hier hängen wir ein bisschen der Landschaft fest, da hüpfen wir einfach mal drüber. Ja, oder auch nicht, laufen wir halt außen lang. Und da haben wir die andere auch gleich hier. Ah, wenn wir nicht daneben schießen. Fehlt nur noch eine und da ist sie weg. Haben wir die ja gekonnt abgefrühstückt. Ich glaube, es waren auch nur die drei. Ja, und mittlerweile holzen die auch gar nicht mehr so rein und sind mit der Stufe jetzt schon ein bisschen höher. Und noch so einen hässlichen Feldräuber. Wobei das schon fast mehr ein Klippenräuber ist hier, so wie der parkt. Ah, der hat einen Apfel dabei. Na gut, dass wir den noch erwischt haben. Der wäre sonst weg gewesen. Da hinten ist noch so ein komisches Kraut. Knospen der Heilpflanzen. Die nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, es ruckelt auch gerade ein bisschen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Sieht so aus. Ich denke mal, das liegt am Regen so ein bisschen. Wie gesagt, arg prozessorlastig das Spiel. Oh, eine Höhle. Das ist natürlich auch interessant, aber wir gucken erstmal hier nach Stuark. Nach Stewark. Gucken wir mal. Wenn wir da denn reinkommen, wahrscheinlich lässt uns irgendeine Wache nicht rein. Otgars Hof. Händler willkommen. Es sieht ja eher verwahrlost aus. Aber wir wollen erstmal hier nach Stewark. Zur gespaltenen Jungfrau. Otgars Hof. Teleporter. Brücke. Mit Wachen.
und es ruckelt dezent. Hey Jungs, schaut mal, was da kommt. Was kommt da? Halt! Dich kenne ich nicht. Woher kommst du und was willst du hier? Ich komme aus Fischir und brauche die Erlaubnis des Barons, zum Silbersee reisen zu dürfen. Ha, da kannst du lange warten. Warum? Der Baron hat keine Zeit für Lappalien. Seine Geschwister, Hertan und Liovin, haben Stjörg an den verfluchten König von Myrtana verraten. An Robar? Ist die Stadt in Gefahr? Wenn wir die Verräter nicht bald dingfest machen, ist sie das. Wir Stjörger werden von den Myrtanern niemals die Knie beugen. Ehre oder Tod. Das höre ich gern. Der verfluchte König hat meine Heimat verwüstet. Hör mal, darf ich trotzdem mein Glück beim Baron versuchen? Vielleicht kann ich helfen. Nun gut, rein in die Stadt mit dir, Fremder. Aber wir behalten dich im Auge. Ja, das glaube ich nicht mit so einem Robocop-Helm hier. Da wird das schon eher schwer, jemanden im Auge zu behalten. Und wir fragen natürlich erstmal nach der Kneipe, wie sich das hier Wo hört. Wo finde ich die Klippenschenke? Durchs Tor rein und gleich nach links, Fremder. Gibt es ein paar Händler hier in der Stadt? Ja klar, jede Menge. Die meisten haben ihren Laden an dem großen Platz gleich hinter dem Tor. Aber die zähle ich dir jetzt nicht alle auf. Achte einfach auf die Schilder an den Häusern, dann findest du dich zurecht. Ja, mach mal, guck mal, wie der Mann da oben im Vorbeigehen geruckelt hat. Wie komme ich zum Baron? Immer die Treppe hoch, Fremder, bis du zu Gorn kommst, dem Hauptmann der Wache. Gorn. Man trifft wirklich alle wieder. Ein Bürger, noch ein Bürger, eine Bürgerin, Wache. Ja, wir schauen erstmal in die Kneipe, was es hier Tolles gibt. Nicht besonders groß, aber gemütlich. Hier können wir nichts einsammeln, hier auch nicht. Man muss immer als erstes gucken, wo man was plündern kann. Ah, der Held von der Brücke. Ja, unser Ruf eilt uns voraus, aber wir schauen uns erstmal oben um. Hier scheinen ein paar Leute zu schlafen. Hier ist nur ein, ich will jetzt nicht sagen Fensterchen, es sieht aus mehr aus wie so eine Schießscharte. Oh, ein Balkon. Ah, jetzt sieht der Hof auch gar nicht mehr so verwahrlost aus, sondern... schon ein bisschen besser. Bergen im Hintergrund. Ist ja schon eine schöne Aussicht. Wenn ihr das Tor nicht wäre, könnte man bestimmt die Aussicht noch ein bisschen besser genießen irgendwie. Aber so würde ich sagen, reißen wir als erstes das Tor weg. Das geht natürlich am einfachsten. Oh, herrlich. Ein Biergarten und ein Schwein auf dem Spieß. Den können wir benutzen. So, ihr wisst, was wir machen? Ja, wir gucken uns jetzt eine Stunde an, wie das Schwein sich dreht. Weil, das finde ich nämlich sehr appetitlich. Na gut, lassen wir das mal genug hier dreht. Ah, okay, da drüben hier ist die gespaltene Jungfrau. Und hier unten das kaputte Boot, das ist die Kiste. Wo wir unser erstes... Wo ist er denn? Na, da unten jedenfalls halt. Nee, halt, Moment, die war da noch weiter da hinten, war die. Ach, das ist der Strand, an dem wir noch nicht waren. Ein Gefängnis gibt's hier auch. Mal schauen, was wir noch Schönes finden. Wir schauen uns erstmal ein bisschen der Stadt um. Durch die Tür kommen wir nicht, schade. Da sind wir rausgekommen. Wo geht's hier lang? Kommen wir hier rein? Hier kommen wir rein. Ein Alchemist. Bei dem kann man bestimmt auch ein paar Sachen klauen. Dann sehen wir uns mal oben um. Der muss ja irgendwo eine... Da haben wir eine schöne Truhe. Wieder so ein hässliches Mini-Fenster hier. Na gut, plündern wir mal die Truhe. Was haben wir da Schönes? Gold ist natürlich super. Ausdauertrank. Die Kultur der Silbersee-Orks. Die Armschienen des Schamanen. Und Vorgans Geheimreserve. Vorgans Geheimreserve. Ja,
Was sagt uns denn das Schriftstück, was wir hier gefunden haben? Wissen, lernte ich einen Schamanen namens Melor kennen. Nach ein paar Pfeifchen Sumpfkraut war das Eis gebrochen und er erzählte mir freimütig von unbekannter Autor. Ah ja. Handwerksanleitung gelernt. Was können wir denn jetzt herstellen? Armschienen des Schamanen. Lebensenergie, Mana, Fernkampfkraft, Magiekraft. Dafür brauchen wir Eisenerz, ein Rubin und niederes Elixier des Adlerauges. Hatten wir nicht mal einen Rubin? Ich wette, den habe ich verkauft. Wahrscheinlich hier. Ach ja, Beute, brauchen wir ja nicht. Verdammt. Na gut, schau mal, was der für ein Quest für uns hat hier. Vorgan. Willst du in die Geheimnisse der Alchemie eingeweiht werden? Ich kann dich lehren, mächtige Tränke zu brauen. Schaden kann das nicht. Ausgezeichnet. Eine Hand wäscht die andere. Als mein Lehrling musst du zuerst eine Kleinigkeit für mich erledigen. Das war ja klar. Er sagt es. Na, hören wir uns das mal an. Was soll ich für dich tun? Ich habe Him, meinen Assistenten, losgeschickt, ein Experiment durchzuführen. Er müsste längst zurück sein. Unfähig ist er, der Bursche. Einfach unfähig. Ich brauche jemanden, der nach dem Rechten sieht. Na schön. Ich werde mal sehen, was mit Him passiert ist. Ausgezeichnet. Wenn er noch am Leben ist, gib ihm eine Ohrfeige. Mach ich. Wo soll ich nach ihm suchen? Ich hab den Tölpel nach Osten geschickt, in die Nähe von Oktars Farm. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Der hatte natürlich lauter Kräuterzeugs. Tränke gibt's bei dem aber auch nicht billiger. Steinhaut-Elixier. Eine Fiole. Das ist eine Fiole, eine geschliffene Fiole. Bleiglas. Ein Amulett. Bauchige Fiole, gravierte Fiole, Nachtaugen-Elixier, Geringelheiltränke. Das wäre natürlich interessant, aber das ist auch mächtig teuer. Haben wir denn nicht noch irgendeinen Plunder, den wir dem verkaufen können? Questgegenstände sowieso nicht. Das behalten wir auch mal alles, ist auch... Goblin-Armschienen haben wir ja gerade angelegt. Mana und Magiekraft, die legen wir auch mal, oder? Moment. Ja, da können wir die auch verkaufen, das stört nicht. Das ist unser jetzt ja. Ach, das kann nicht verkauft werden, schade. Den Ring. Ja, komm, was soll's. Wir sind hier auf Schwertkampf. Und dann gönnen wir uns doch hier mal das Rezept. Wahrscheinlich bereue ich das, weil ich es irgendwo dann demnächst gleich finden werde. Da tragen wir auch wieder unseren Helm, ziehen natürlich sofort das Schwert, sobald wir ins Inventar blicken. Schriftstücke wollen wir. So, schauen wir mal hier auf C. Armschienen können wir nicht basteln. Heiltrank, 9 Stück. Brauchen wir Fiolen und Knospen der Heilpflanzen. Brauchen jetzt theoretisch noch 12 Fiolen. Schauen wir mal nach, ob wir uns das noch leisten können. Was kannst du berichten? Was treibt Him? Geduld. Stress mich nicht, Junge. Ich würde mir gern deine Waren. Verkaufen wir erst mal was von deinem Plunder hier so ein bisschen. Bauchige Fiole? Fiole wollt man. Oh, 20 Gold eine, wenn ich da jetzt, wie viel hab ich gesagt, 12 kaufe? Sind wir fast wieder pleite. Wir kaufen erstmal keine, wir haben ja jetzt ein paar Heiltränke wieder. 11 Stück, ich denke damit kommen wir auch ein ganzes Weilchen weit. Bürgerinnen. Ach, die sitzen hier draußen, wobei hier draußen finde ich es ja nicht so gemütlich, sich hier hinzusetzen. Hier ist gerade jemand verschwunden. Ja, die Leute, schon die Leute im Mittelalter wussten, wie man sich beamt. Ich finde das hier unten viel gemütlicher hier. Im Schatten vom Baum, am Schwein. Top. Und die setzen sich hier oben auf den Dreckchen Hof. Verstehe ich ja überhaupt nicht.
Hier kommen wir auch rein. Wir schauen uns erstmal überall um. Da ist Chuck. Das könnten Särge sein. So ganz billige. Truhe verschlossen. Truhe verschlossen. Bettstein. Immer noch Chuck. Auch Truhe verschlossen. Und mit Chuck reden? Verpiss dich! Nee. Besonders freundlich ist er ja nicht. Wir nehmen unser Schwert vom Rücken und behalten es natürlich gleichzeitig drauf, wie sich das gehört. So. Scharf ist es wieder. Müssen wir später vielleicht mal Chuck umhauen hier. Dass wir an den Schlüssel kommen oder sowas. Das ist eine Anstecktafel, da ist aber nichts dran. Oder eine Anschlagtafel, oder wie auch immer man es halt nennen will. Hocker. Kann man sich hier nicht so einen Schinken krallen? Oder was ist das? So ein Stück Brot? Wer steht hier rum? Burger. Gerricks Kuriositäten. Das klingt vielversprechend. Ach schick, das scheint so ein älterer Teil zu sein. Ogerblatt. Nehmen wir natürlich mit. Hier fliegen auch so ein paar Flattermänner rum. Ach, noch ein Ogerblatt. Und noch ein Ogerblatt. Ist ja eigentlich auch schick hier. Also hier oben dann so ein Balkon, wo man hier runter gucken kann. Finde ich ja sehr gemütlich. Kann ich dir helfen? Nee, lass mal, wir plündern hier erstmal. Beißende Kälte, Geheimreserven. Leere Schriftrollen, Knospen der Mana-Pflanze und Gold. Alles eingesackt. Man kriegt ja keinen Ärger mehr, wenn man die Leute ausraubt. Bürgerin. Der hat ja so einen Durchgangsladen. Das würde mir ja tierisch auf die Ketten gehen, wenn hier jeder immer irgendwie durchrennt. Kann man ja was lernen? Nee. Schade. War das in Gothic? Ich glaube in Gothic 2 oder so konnte man manche Bücher lesen, hat dann was gelernt. In Risen war es dann schon. Nein, nicht doch das Lesepult. Mit dem da will ich reden. Ah, lass mich raten. Okta schickt dich. Ich fürchte, seine Schreine sind noch nicht eingetroffen. Wegen des Krieges, du verstehst? Niemand schickt mich. Schon gar nicht Okta. Verzeih. Ein harter Knabe wie du. Ich dachte, du seist einer von Oktas Schlägern. Soll das ein Kompliment sein? Aber ja, jemanden wie dich kann ich gerade gut gebrauchen. Wenn du mir hilfst, habe ich etwas Nützliches für dich. Das glaube ich nicht. Nämlich deine Kiste schon geplündert. Brauchst Hilfe? Worum geht's? Aus einem Haus nebenan, im inneren Stadtkreis, sind nachts gedämpfte Schreie und Stimmen zu hören. Und die Fenster leuchten rot wie Blut. Ich würde ja selbst nachschauen, aber ich habe Angst. Was ist mit der Stadtwache? Sie haben mich ausgelacht. Mich. Die Leute heutzutage haben keinen Respekt mehr. Ein unheimliches Haus. Nachts gedämpfte Schreie. Ich schaue mich mal. Rote Fenster, das klingt mir fast nach Puff oder so. Das ist leider nicht so einfach. Ohne den Schlüssel des Vermieters kommst du nicht rein. Und der Vermieter hat keine Manieren. Mit Rüpeln werde ich fertig. Wer ist es? Wachmann Chuck. Er ist für das Lager der Wache verantwortlich. Direkt rechts, neben dem Haupttor. Soll ich mich mit der ganzen Wache von Stuart anlegen? Nein, nein, keine Sorge. Niemand mag Chuck. Selbst seine Kollegen werden sich freuen, wenn du ihm eine Lektion erteilst. Wir sollen einen Wachmann verprügeln. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Aber gut, wenn wir keinen Ärger kriegen. Ich will jetzt nicht sagen, geht das in Ordnung, aber... Bockzahn-Talisman, aber dann stört das auch nicht so sehr. Minus 20 Rüstung ist auch doof. Wildes Feuer, Spruchrolle. Schinden, beißende Kälte. Sternenamulett kostet 2000, ein echtes Schnäppchen. Wolkenlaserring. Maulwurfsrattenarmschienen. Das ist ja auch cool. Auch von dem Plunder brauchen wir nichts. Wir düsen ja einfach mal weiter durch die Stadt. Tür verschlossen. Schauen wir mal hier hoch. Ach, herrliche Aussicht.
Hier könnte man auch prima so einen Biergarten oder sowas hinbasteln oder von mir aus eine Bank, wo man sich hinsetzen kann, gemütlich mit ein paar Kumpels abends grillen, wenn hier Sonne untergeht. Oder hinten ist ja noch irgendwie eine Stadt, ein Dorf oder sowas mit Hafen. Also, dass das hier alles so schön am Wasser gelegen ist, das sieht natürlich cool aus. Muss man mal sagen. Schon wieder keine Ahnung, wo wir sind. Hier ist wahrscheinlich ein Bäcker. Wir sammeln einfach mal hier weiter Pflanzen ein. Na, komm her. Da kann man auch elendig in den Tod springen. Warum nicht? Wo geht's hier lang? Okay, die Tür können wir nicht öffnen. Schauen wir hier mal rein. Tut mir leid, dass wir uns die Folge ein bisschen umgucken. Aber man muss ja mitnehmen, was man kriegen kann. Nur das Feinste vom Feinsten. Eine Bürgerin, Hörbo oder Bäcker. Ich würde mir gern deine Schauen Waren wir mal ansehen. An, was der dabei hat. Saurer Apfel, Gewürze, saftiges Fleisch, Brot, Äpfel, getrocknete Kräuter. Also wir irgendwie mal was zum Kochen brauchen, ja, finden wir das hier. An den wird man bestimmt auch hier 20 Pfund Thymian los. Da freut er sich drüber. Können wir uns merken, wenn wir unter mal keinen Bock mehr auf Thymian haben. Der Mann nimmt uns den Scheiß ab. Okay, was das hier ist, habe ich noch keine Ahnung. Ein Lesepult. Eine Truhe. Verschlossen. Schade. Aber das macht überhaupt nichts. Wir gucken einfach mal weiter hier hoch. Ja. Oh, herrlich. Ein bisschen klein der Balkon, aber ein Grill passt hin. Also wenn ich noch öfter Grillen so als Hobby oder so erwähne, ja, dann ist das, wundert euch da nicht drüber. Da bin ich ein großer Freund von. Hier kann man auch Hosen klauen, wenn man das Bedürfnis hat. Ah, die Aussicht ist wirklich schick. Und da hinten, der Turm da mit den Zacken oben drauf oder sowas, das sieht ja alles sehr interessant aus, was uns da noch erwartet. Ja, wo sind wir denn reingekommen? Hier oder? Ne, da sind wir reingekommen. Gehen wir einfach mal hier wieder raus. Und kommen bei einer Bürgerin an. Mal schauen, wo es hier oben lang geht. Ja, die Folge ist jetzt nicht sonderlich actionreich, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wir hatten in den letzten zwei Folgen ein bisschen Action. Da kann man sich das ja auch mal erlauben, sich irgendwo umzuschauen. Das da war ja das komische Wohnheim, oder wo wir da gerade drin waren. Zitadelle. Sehr schön, es regnet. Braucht man sich nicht waschen. Meine Wäsche. Ja, na dann sieh zu. Leichengang zu. Das wird ja immer ein schlimmer. Gemüsestand, das hier könnte ein Tischler Was oder so sein. Kaufen? Ein Zimmermann, Verzeihung. Dem reden wir auch mal noch. Woran hämmerst du hier überhaupt den ganzen Tag rum? Ich zerlege Möbel und mache daraus myrtanische Igel. Was? Myrtanische Igel für Befestigungen. Renn da mal in Reih und Glied rein. Ho. Ja, das sind wahrscheinlich... Ne, das sind einfach nur aneinander gezimmerte Dachlatten hier oder sowas. Aber wahrscheinlich soll das dann in etwa so aussehen hier, dass er da... dass man damit halt hier anstürmende Soldaten oder sowas von abhalten kann. Ein Gemischtwarenladen. Denen da oben macht das wohl Spaß. Scheiß Regen! Die haben ja eine Ausdrucksweise. Und stehen vor allen Dingen im Weg rum. Jetzt drängelt der uns hier zur Seite. Ach, wir hätten auch da lang gehen können. Das ist so der Krabbeltisch. Ja, der steht in jedem Laden immer in der Mitte. Da gibt es den ganzen Plunder. Gibt es auch beim Mediamarkt. DVD für 2 Euro. Oder so. Die haben halt auch so einen Krabbeltisch. Hier ist zwar ein Gemischtwarenladen, aber hier ist kein Händler dazu. Nur der Bürger da, der sich über den Regen beschwert. Na gut, schauen wir mal zur Zitadelle hoch. Und da ist Gorn. Und irgendwo muss ja auch
Bürger, Wache, Tür. Wo ist denn hier das gefährliche Haus? Das sieht mir auch ein bisschen hier aus wie so eine Hexenküche. Mal schauen, was hier oben so kommt. Nix, wieder so ein kleiner Balkon. Hier kann man endlich mal was plündern von Tischen. Noch ein Heiltrank, kann man auch nie genug haben, haben wir schon 12 Stück. Sehr schön. Schauen wir mal, was hier drüben so kommt. Noch hier der Wühlbock. Das sieht aus wie so ein Kachelofen zum Warmhalten. Oh, na hier sind wir richtig. Metfässer, wobei das in der Größe wahrscheinlich Wein sein wird, aber... Ich mag nun mal nicht so Wein, also behaupte ich einfach, das sind Metfässer und fertig. Und da ist Gurn. Halt, Kleiner! Was willst du hier? Auch noch mit der Originalstimme, wie man vielleicht hört. Und ich glaube, die Axt hat er auch im ersten Teil schon gehabt. Ich will zum Baron. Was gibt's da zu lachen? Schau, Kleiner, der Baron ist der Baron. Der empfängt nicht jeden. Warum sollte er dich empfangen? Ich muss ins Bluttal und brauch seine Erlaubnis. Du willst im Bluttal kämpfen? Du? Du hast ja nicht mal Muskeln. Ich will nicht kämpfen, ich will zum Silbersee. Vergiss es, Kleiner. Ich lass hier keinen durch, auch dich nicht. Aber warte mal, wenn ich dich so anschaue, bist du nicht der Junge aus Fischir, der mit Diego nach Argan gekommen ist? Die Frage kann er sich eigentlich klemmen. Jeder kennt Diego. Da staunst du, was? Diego ist ein Freund von mir, ein guter alter Freund. Hat mir von dir erzählt, bevor sie ihn eingekerkert haben. Diego ist im Kerker? Kaum zu glauben, was? Sonst sitze ich im Kerker und er holt mich raus. Jetzt ist es umgekehrt. Willst du mir helfen? Was ist dein Plan? Mein Plan? Ich brauche keinen Plan. Ich habe meine Axt. Aber Diego meint, ich soll warten. Er glaubt, die Sache klärt sich auch so. Geh doch mal in den Kerker und sprich mit ihm. Vielleicht hat er seine Meinung geändert. Komm ich da einfach so rein? Sag Aldrich, dem Wärter, dass ich dich geschickt habe. Sag ihm, wenn er dich nicht durchlässt, bekommt er einen aufs Maul. Und wie komme ich zum Kerker? Lauf die Treppe hier runter und nimm dann die nächste Treppe rechts. Immer weiter runter, bis du Aldrichs hässliche Fresse siehst. Ja, Gurn hatte schon immer mehr Kraft als Verstand, aber das macht ja nichts. Ist trotzdem ein relativ guter Kumpel. Warum sitzt Diego im Kerker? Man sich nicht beschweren. Er hatte einen Streit mit Meermund, der rechten Hand des Barons. Seither ist Meermund verschwunden. Die Männer des Barons glauben, Diego habe ihn ermordet. Also wenn ich Meermund heißen würde, warum hat sich hätte Diego ich mich, glaube ich, auch gestritten? Irgendwo versteckt. Meermund hat rausgefunden, dass Diego immer mal wieder Geschäfte hier in der Stadt macht. Er wollte ihn besteuern. Das hat sich Diego nicht gefallen lassen, ist doch klar. Glaubst du, Diego ist schuldig? Wenn Diego jemanden tötet, dann ganz offen im Zweikampf. Aber heimlich ermorden? Niemals. So sehe ich das auch. Was meinst du, ist mit Meermund passiert? Ich sage, es waren die Rebellen. Sie haben sich Meermund geschnappt, um Baron Renwick zu schwächen. Ach, Rebellen, die machen auch immer Ärger, vom ersten Teil an. Die werden vom Bruder des Barons angeführt. Der Junge heißt Hertan und macht angeblich gemeinsame Sache mit Roba. Na gut, eine Menge Infos. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, wird es aber höchste Zeit, dass wir die Infos jetzt verarbeiten. Und drum speichern wir hier ruckzuck. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!